Grüß dich, da ist die Nashitya und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könntet. Und ja, ich werde jetzt eure Fragen beantworten. Und ja, mein Lieblingsbuch. Mein Lieblingsbuch ist ein Pferdebuch, das heisst ich glaube, etwas mit Sommer, Pferdesommer oder irgendetwas. Und das ist von Frederica Francesco. Das war mein erstes Buch, das ich gelesen habe. Das ist etwas so dick. Das habe ich etwa 3-4 Tage lang gehabt und dann bin ich fertig gewesen. Also, no joke. Ich habe es innerhalb von 3-4 Tagen einfach komplett durchgelesen. Weil es so spannend war. Nächste Frage. Nimmst du Gesangsunterricht? Nein. Gesangsunterricht ist tatsächlich sehr schwierig zu nehmen, weil es in den Dörfern, es gibt zwar schon in den Dörfern in der Stadt, so wie Luzern und Bern, aber es ist mega teuer zu nehmen, Gesangsstunden. Und darum tue ich ab und zu einfach immer randomly irgendwo singen und dann stehe ich einfach die ganze Zeit singen und versuche meine Stimme, je nachdem, mit hoher Note und tiefen Tönen und hohen Tönen so ein bisschen zu bearbeiten. Und ich arbeite halt immer an meiner Stimme, versuche Riffs die ganze Zeit, weil Riffs sind wirklich nicht einfach, also die das ist ja so schlecht, aber so Sachen sind extrem schwer. Und mein Pony ist extrem lang, tut mir leid. Ich sehe es fast nicht, wenn ich es nicht so mache. Und ja, also nein, ich nehme keinen Gesangsunterricht. Willst du mal mit deiner besten Kollegin ein Video machen? Selina Keks, bist du offen dafür? Also mit meiner allerbesten Kollegin, ich nenne sie jetzt mal Lisa, aber sie weiß, wer gemeint ist. Ich will bei dir tatsächlich kein Video machen, weil ich weiß, dass sie nicht in die Videos reingezogen werden wird. Also in das, was ich mache. Und aber ich habe nicht nur sie als beste Kollegin. Ich meine, ich habe auch Selina und wenn sie Lust hat, können wir auch wieder zusammen ein Video machen, weil das letzte Mal gemacht haben, das war irgendwie 2018, wo wir zusammen auf Mars gegangen sind. Und eine richtige Fusion Arena. Und ja. Apropos, Selina, du hast gesagt, du musst mich mal schminken. Wir müssen das unbedingt machen. Weil ich bin gespannt, wie du mich schminken würdest. Bin ich echt gespannt. Willst du Kind haben? Das ist tatsächlich schwierig, weil also ich weiß es noch nicht so genau, ob ich Kind unbedingt will haben. Weil ich bin so ein Mensch. Ich bin nicht so gut. Also ich habe Kinder schon gern, aber ich kann mit ihnen nicht wirklich so gut umgehen. Und ich würde nie in einer Kita arbeiten wollen, weil ich habe absolut keinen Plan, was ich mit Kindern machen würde. Und noch nicht wegen Geld. Ich sage so, ich würde in einer Kita arbeiten wollen wegen Geld. Es geht mir nicht ums Geld, es geht mir einfach darum, ich kann nicht mit Kindern anfangen. Und darum weiss ich nicht, ob ich je ein Kind würde haben. Das ist das Ding. Aber hey. Willst du Kind haben? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht in Zukunft, wenn ich mal einen Freund habe, irgendwann. Mal schauen. Es ist aber noch in naher Zukunft. Ich bin erst 19. Also es kommt noch. Oh, das ist eine lustige Frage. Wie viele Sprachen kannst du? Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Englisch, also fließend Englisch. Ist zwar nicht super gut, aber man versteht mich. Ganz wenig Französisch, also Bonjour, je m'appelle, blablabla, so Basics. Dann kann ich noch ganz wenig Spanisch. Hola, Señorita. Ich habe verschiedene, also ich weiß nicht, ob es zur Sprache zählt, ich glaube eher nicht. Aber ich kann Akzente nachmachen. Und ich kann noch ganz wenig
Portugiesisch, so wie Oi, tudo bem, Ma filha, que coisa, also so ganz wenige Wörter. Und ja, das ist alles, was ich habe. Also ich habe Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Englisch, Basics für Französisch, ganz wenig Spanisch und ganz wenig Portugiesisch. Also 6 Sprachen. Also sprich ganz kleine Wörter Portugiesisch. Etwa 6 Sprachen spreche ich. Ob ich mal ein Schweizerdeutsches Lied singen kann? Tatsächlich habe ich vorgehabt, das Lied von Blick zu coveren aus Mensch. Aber da ich den Rap nicht kann, brauche ich jemanden, der den Rap kann machen. Und ich muss überlegen, ob ich das mal mit einer Gitarre coveren. Weil ich habe Gitarre-Chords gefunden, die ein bisschen einfacher sind für zum Spielen. Weil Bar-Akkords sind sehr schwierig immer noch für mich zum so ein Spielen. Zeig mal, wie Franzle du stylen. Nach dem Duschen dann ich sie einfach waschen. Dann mache ich irgendwie so, nehme eine Bürste. Du sie abbürsten. Also die sind jetzt gerade glättet, frage dich nicht, warum das so komisch liegt. Das ist jetzt der glättete Zustand von meiner Franse. Aber wenn sie nicht glättet wären, dann wären sie so, also so ein bisschen, so kruselt. Und ja, einfach duschen dann nicht. Nachher werden sie nass. Und je nachdem, wenn ihr Lust habt, dann sie föhnen oder sie werden die Luft trocknen. Und dann bürstet. Und das ist also alles gewesen. Tipps, um das eigene Zimmer schön einzurichten. Da bin ich tatsächlich echt ein Noob, okay? Ich sehe die Gitarre hin, aber... No. Das Ding ist... Das Ding ist, mein Zimmer ist einfach so eingerichtet, dass ich hier eine Gitarre habe, hier einen Fernseher, hier einen Stuhl einfach und da, wo die Kamera drauf steht, ist gerade das Bett. Ein Abfallkübel. Hinterher ist das Bett. Eine Kommode, ein bisschen aufhängen und einen Schrank. Und das Regal, das hier noch steht. Also ich bin nicht wirklich der Typ Mensch, der Tipps zum Zimmer einrichten kann geben. Ich bin ein absolut kompletter Noob. Und bei mir ist halt einfach so, wenn ich etwas einrichte, dann ist es einfach komplett random. Wenn ich etwas gesehen habe, so wie letztens, die PlayStation Lampe, das zeige ich schon, ich habe die gekauft. Und ich habe die in Bern aufgestellt, weil das Zimmer ist recht weiss und kahl, finde ich, und eigentlich recht leer. Und es ist viel grösser als das hier. Und ja. Aber meistens kaufe ich einfach etwas, stelle es irgendwo an, schaue, ob es passt. Und wenn es für mich passt, dann passt es für mich, fertig. Aber Tipps kann ich eigentlich nicht geben zum Zimmer einrichten, weil ich bin selber ein kompletter Noob. Ja. Oh, a deep question. This is really deep. Okay. Wann hast du das letzte Mal gekühlt und wieso? Muss ich das erzählen? Okay, das ist in der Schule... Das ist, glaub... Wann ist das letzte Mal gesehen? Genau, das ist in der Schule gesehen, in der Berufsschule. Das ist das letzte Mal gesehen, wo ich gekühlt habe. Und zwar in der Berufsschule. Weil ich einen Test zurückbekommen habe, der sehr schlecht war. Und dann denke ich so, hä, warum brüllst du wegen dem? Es ist nun mal so. Ich bin ein Mensch, der sehr grosse Erwartungen, wenn ich mir etwas vornehme, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Test und so, und ich lehre und lehre für den Test, dass der Test gefälligst auch gut sein muss. Und da mein vorheriger Test ein 5-8 war, ist der andere Test ein 4-6 gewesen. Ich weiß, das ist nicht total schlecht, aber ich muss mich verstehen. Ich will gut sein. Und ich habe manchmal einfach zu hohe Erwartungen an mich. Dann ist das 4-6 gewesen und bin so ein bisschen frustriert gewesen, dass es nur ein 4-6 gewesen ist. Also auf jeden Schlusszeichen nur ein 4-6 gewesen ist. Und ich habe einfach manchmal zu hohe Erwartungen an mich und dann hat es mich komplett frustriert. Und wenn ich so frustriert bin, dann ist es manchmal so, dass ich wieso mich zusammennehmen muss und nicht einfach heulen tun. Und ja, also in dem Moment bin ich einfach ins WC hintergelaufen und
habe mich so ein bisschen ausgekühlt, habe mich aber nachher wieder zusammengenommen und bin nach dieser kurzen Pause reingelaufen und habe weitergemacht. Also, ja. Schon mal in einer Beziehung gewesen? Nein. Okay, hier fragt jemand, würdest du mal deinen eigenen Song Window singen oder hast du dafür noch keine Melodie? Okay. Ich muss jetzt etwas wirklich gestehen. Und zwar habe ich nicht nur Window, ich habe auch Mirror. Ich kann euch ein paar Lieder sagen, die ich geschrieben habe. Das ist nicht nur Window, sondern ich habe Mirror geschrieben. Dear Friend. Window. Window, Take. Believe It or Not. Und Light. Aber Light ist noch nicht fertig geschrieben. Aber ich habe so einen kleinen Teaser euch gegeben von Window, was ich so geplant habe. Und das Ding ist, ich habe jemanden gefragt, ob ich das schon singen kann oder ob ich überhaupt schon eine Melodie habe, glaube ich. Hier steht, willst du mal den eigenen Song Window singen und hast dafür noch keine Melodie. Das Problem ist aber, es ist sehr schwierig, eine Melodie zu finden für Lieder, die man selber geschrieben hat. Weil es ist immer so ein bisschen schwierig, zum Beispiel auch jemanden zu finden, der sagt, hey, ich habe ein bisschen Erfahrung und kann das producen. Weil das Problem ist, ich kenne jemanden, der das producen kann, aber er hat absolut keine Ahnung von Liedern zu produzieren. Also er ist ein kompletter Anfänger. Also nicht, dass er es nicht kann, aber er ist ein Anfänger. Und das Problem ist, es ist sehr schwierig für ein Lied eine Melodie zu finden, wenn du gewisse Vorstellungen davon hast. Und die Person, also die Person, die das Lied produziert, muss halt eine gewisse, also einfach deine Vorstellungen können so umsetzen, dass das Lied am Schluss beiden gefällt. Weil Window hat schon so eine kleine Bedeutung für mich und auch nicht nur Window, auch Mirror und die anderen Lieder, die ich geschrieben habe, haben so ein bisschen etwas, was mein Leben erzählt oder irgendetwas erzählt, was passiert ist halt und ja. Und nein, ich habe noch keine Melodie dafür. Die Frage ist auch ganz oft gestellt worden, obwohl ich in dem Video, wo ich gesagt habe, was mache ich beruflich, so ein bisschen erklärt habe, was ich mache und wie meine Laufbahn war von Arbeit. Aber ich kann es gerne noch mal sagen. Also was mache ich beruflich? Ich mache momentan eine Hauswirtschaftspraktikerin-Ausbildung. Warum heisst es Hauswirtschaftspraktikerin? Weil es gibt unterhalb von der EBA-Ausbildung gibt es noch eine Praktiker-Ausbildung. Die Praktiker-Ausbildung ist für die Leute, die eine gewisse Einschränkung haben. Nein, ich bin nicht todkrank, es ist nicht ansteckend, es ist nicht gefährlich, es ist nicht eine lebensbedrohliche Krankheit, nein. Mein Problem ist nur, also das habe ich schon im Was mache ich beruflich Video gesagt, ich habe Gedächtnisdefizite. Das bedeutet nicht, dass ich komplett vergesslich bin und nichts weiss. Ich habe einfach nur Probleme, mir Sachen zu merken. Und meine Reaktionsgeschwindigkeit ist eingeschränkt, mein Arbeitstempo ist langsam und ich habe eine Lernschwäche. Also sprich, wenn ich etwas lernen muss, brauche ich anstatt... Es gibt dann Leute, die sagen, sie haben einen Test nächste Woche, wollen einmal lernen und dann haben sie das im Hirn. Ich muss fast jeden Tag lernen, damit ich mir das ins Hirn einprägen kann und nichts vergessen. Und gute Noten schreiben. Für andere Leute ist es einfach nur eine Schlucke und dann wissen sie es. Für mich ist es einfach, ich nehme das Lernzeug oder das, was ich lernen muss und schaue es jeden Tag etwa 20 Minuten an. Weil wenn ich das nicht machen würde, so wie bei dem 4-6, den ich gemacht habe, das habe ich nicht wirklich angeschaut. Gut, das war mein Fehler. Die Test-Dings da, die ich gemacht habe. Also der Test. Und das ist halt so gewesen, ich habe es probiert, mir zu merken, aber es hat nicht funktioniert. Und manchmal vergesse ich etwas, zum Beispiel jemand schreibt mir oder jemand... In der Öffentlichkeit habe ich ganz oft, dass Leute zu mir kommen, die mich kennen, von zum Beispiel Jugendtreffen oder von alten Schulzeiten oder von
irgendwoher, von einem Meetup oder so. Und dann sehe ich einfach die Leute lang nicht mehr. Und dann sehe ich das Gesicht, ich so, oh, hi, also ich kenne die Personen. Aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Oder ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Nur ich kenne das Gesicht. Oder zum Beispiel, wenn du mich fragst, was ist letzten Monat passiert? Oder was ist letzten Monat, was hast du letzten Monat gemacht, die ganze Woche? Oder was hast du am letzten Monat am Wochenende gemacht, an dem Tag? Ich könnte euch nicht sagen, was es war, weil ich mich einfach nicht mehr daran erinnern kann. Das Ding ist einfach, ich kann mich an Events und so Sachen, die passiert sind, nicht mehr so ganz daran erinnern. Zum Beispiel so Sachen wie Conventions letztes Jahr, zum Beispiel letztes Jahr die Zürich Game Show, Fantasy Basel und Eurofest. An das kann ich mich noch erinnern, dass ich dort war. Nur ich kann mir so Sachen einfach nicht wirklich merken und so Sachen brauchen bei mir auch Zeit. So Sachen zum Beispiel so Tests lernen, das braucht bei mir einfach wirklich immer Repetition, die ganze Zeit Repetition. Und nein, ich habe noch keine Lehre abgeschlossen. Ich habe ein Praktikum angefangen und es dann abgebrochen. Also nicht von mir aus, sondern vom Betrieb selber aus. Weil sie eben gesagt haben, ich sei langsam, ich kann mir diese Sachen nicht merken und ich sei vergesslich. Und wir können das nicht verantworten, dass so grosse, dass ich Verantwortung für andere Leute übernehme. Und wir können das nicht verantworten, weil ich immer Sachen vergesse und nicht weiß, was ich machen muss. Und ja. Also nein, ich habe keine Lehre abgeschlossen. Und ich mache eine Hauswirtschaftspraktikerin-Ausbildung. Sprich, ich bin in allen Bereichen, in der Wäscherei, in der Reinigung, im Service und in der Küche. Und zwar in Bern, in der Nähe von der Stadt selber. Also sprich, in Bern. Darum wohne und lebe ich in Bern. Und mache dort meine Ausbildung als Hauswirtschaftspraktikerin. So, ich hoffe, es war ein bisschen verständlich, was ich beruflich mache. Wenn nicht, könnt ihr gerne auch immer wieder Sachen und Fragen in die Kommentare schreiben. Die beantworte ich natürlich euch auch. Ich habe gefragt, darf ich das Video beenden? Ich weiß nicht genau, wer du warst, aber... Ja, du darfst das Video beenden. Sieh hier, beendet das Video. Und damit wollte ich auch sagen, damit war es auch mit dem Frage- und Antworten-Video. Und ich hoffe, es wird dir gefallen. Wenn ja, dann ein Like und ein Abo da. Und vergesse nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und tschüss, ciao, adieu.